ihr Lieben, heute gibt es mal ein etwas anderes Unboxing. Normalerweise seht ihr mich nicht ungeschminkt zu den Unboxings, sondern ich mache mich extra fertig. Aber es gibt heute was ganz Besonderes, denn ich habe mir von Charlotte Tilbury eine Mystery Bag geordert und die ist voll mit Make-up, mit Originalprodukten, 9 Stück an der Zahl. Ich hoffe, dass es für ein Full-Face-Make-up reicht. So könnten wir jetzt heute mal so ein First Impression Full-Face of Charlotte Tilbury machen in der Art. Und ja, wenn ihr Bock darauf habt, viel Spaß mit dem Video und los geht's. Übrigens, ihr Süßen, ich habe noch eine zweite Look Fantastic Beauty Box bekommen und ich habe mir gedacht, spontan, ich verlose sie an euch. Das heißt, wenn ihr daran teilnehmen wollt, schaut in die Infobox für alle weiteren Details. Das ist allerdings die Box, wo auch der Blush drin ist und die Mascara. Ich habe das beides schon und da es jetzt hier auch um Make-up geht, habe ich gedacht, kann ich euch was zurückgeben. Ist doch eine schöne Geschichte. Schaut einfach rein, wenn es euch interessiert. Und dann würde ich sagen, ich zeige euch mal das Paket, das ist gerade gekommen. Ich habe noch gar nichts drauf, ich habe nicht mal Pflege drauf, weil ich gedacht habe, vielleicht habe ich ja Glück und es ist die Magic Cream drin. Ich weiß es nicht, das müssen wir jetzt gleich mal schauen. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Dann bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob sie Produkte für die Augenbrauen hat. Eine Foundation wird ja nicht drin sein, weil das mit der Farbe schwierig ist. Und bei diesem Angebot waren 4 Pröbchen mit dabei. Man konnte 2 Lippenstifte in Mini-Size hat man dazu bekommen und dann konnte man wählen, ob man so ein Collagen-Use-Bars haben will oder ein Primer oder so. Und ich habe mich für die Magic Foundation in der dunkleren Variante entschieden. Ich glaube, 6 Farbtöne werden damit geschickt und da bin ich super gespannt. Das heißt, Foundation können wir auf jeden Fall auftragen. Ich hoffe jetzt, dass nicht zu viel Pflege dabei ist, aber wenn die Magic Cream dabei wäre oder auch dieses Supermodel Body Glow, das würde mir total gut gefallen. Und bevor ich jetzt weiter rumschnacke, würde ich sagen, legen wir los. Ich zeige euch mal, wie das Packaging aussieht. Ich habe nämlich nur diesen braunen Karton quasi schon mal geöffnet. Und so sieht das Ganze aus. Und innen drin ist auch noch eine extra Box für diese Mystery Box. Diese Produkte liegen hier nicht einfach drin. Bei der Lippenstiftbox, die ich gekauft hatte und dazu auch ein Video gemacht habe, da war das auch so, dass da nochmal so eine richtige Box drin ist. Das heißt, das werden wir gleich wirklich richtig unboxen. Vor sich einige wundern, ich hatte bei dem Lippenstift-Video gesagt, 90 Euro für 180 Euro Wert an Lippenstiften. Ich würde es nicht nochmal machen, mir haben die Farben nicht so gut gefallen und so weiter und so fort. Aber ich muss mich da relativieren, beziehungsweise ich muss mich revidieren, denn ich habe die Sachen unglaublich oft getragen und allem voran diesen schmalen, das war nicht Pillow Talk, das war Lucky Diamonds, diese Superstar Lips oder sowas, die so ein bisschen glossy sind. Das habe ich immer in meiner Handtasche, das trage ich im Alltag total oft. Dieses Kollagen Lip Bars trage ich total oft. Auch diese Hollywood Lips, was so ein Liquid Lipstick ist, trage ich auch voll oft und den Pillow Talk auch. Also für mich hat es sich im Nachhinein betrachtet doch sehr gelohnt. Und da ich Charlotte Tilbury Produkte ziemlich cool finde, ich habe eine Foundation von ihr, ich habe diesen Flawless Filter, ich habe einen Puder, also ich habe so diverse Produkte von ihr, dachte ich, macht das auf jeden Fall Sinn, dass ich da mir noch ein paar mehr anschaue. Und wenn ihr auch Lust dazu habt, dann schauen wir jetzt gemeinsam rein und los geht's. So ihr Lieben, ich habe jetzt erstmal die ganzen Pröbchen rausgeholt. Ich bin total begeistert, denn ich habe 2-mal Foundation-Proben bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so angeklickt habe. Und zwar einmal von der Light Wonder Foundation. Die habe ich in der Farbrichtung 5 bis 10. Ich habe mir gedacht, man könnte ja auch mit den dunkleren mal konturieren. Man kann es mal ausprobieren. Wie ist es von der Konsistenz? Ich glaube aber nicht, dass man mit dieser kleinen bisschen Inhalt irgendwie ein richtiges Make-up schminken kann. Ich glaube nicht. Außer man würde vielleicht mehrere mischen, ne? Dass man direkt sagt, den hellsten Ton hier irgendwie in die Mitte des Gesichts und die dunkleren Varianten. Und dann könnte man zumindest mal die Konsistenz der Foundation testen. Das ist die Light Wonder Youth Boosting Dream Skin Foundation Lichtschutzfaktor 15. Und dann war auch noch von der Magic Foundation die Richtung 1 bis 6,5 drin von der Farbe. Beziehungsweise 0 ist auch dabei. Und dann kann man die auch mal testen. Ich habe beide Foundations noch nicht ausprobiert. Ich habe die neueste, diese Flawless Foundation. Die ist mir allerdings viel zu heftig. Das ist mir zu Full Coverage. Ich stehe da irgendwie nicht drauf. Deswegen freue ich mich, die mal auszuprobieren. Dann war was total Krasses dabei. Und ich habe jetzt gerade direkt mal geguckt, ob ich meinen finde, um euch das mal zu zeigen. Und den werde ich einfach mal an eine liebe Freundin verschenken. Und zwar ist das der Pillow Talk Diamonds. Ich meine, die heißen irgendwie Superstar-Dinger. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall habe ich jetzt gesehen, das ist tatsächlich eine Originalgröße, weil so sieht das aus.
Und ich glaube, das kostet alleine schon über 30 Euro. Und das war einfach als Beigabe mit dabei. Also das hat mit dieser Mystery Bag nichts zu tun. Und das finde ich richtig krass. Ich meine, gut, man zahlt viel, brauchen wir uns nichts vormachen, das ist ganz klar. Das ist unglaublich viel Geld, was das kostet. Aber das freut mich doch sehr, dass das drin ist. Und ich muss sagen, den trage ich total oft. Der ist super komfortabel. Ich verlinke euch auch mal das Video zu dem Mystery Bag mit den Lippenstiften. Und ich zeige euch mal, wie der ausschaut. So, das ist so ein bisschen, ich swatche es mal, damit ihr es sehen könnt. Sieht erstmal so unspektakulär aus, aber auf den Lippen ist das einfach wunderschön und vor allen Dingen ist es cremig. Es trägt sich überhaupt nicht blöd ab. Und ich hatte mir selber von Charlotte Tilbury diesen hier in der Farbe Pillow Talk gekauft, ne? Also auch von meinem eigenen Geld, nicht zugeschickt oder sonst was. Und war total begeistert, habe das ganz oft zur Arbeit getragen und das ist auch so ein Ton, den könnt ihr im Alltag super tragen. Also das gefällt mir richtig gut und dass der jetzt einfach so nochmal mit dabei ist, finde ich grandios. Ach so, und wenn hier, da sind so kleine Partikelchen drin, ne? So Goldpartikel, ne? Wenn man das so wegwischt, seht ihr das? Ach, ich bin begeistert, muss ich sagen. Cool. So, aber das war natürlich nicht alles. Denn die haben auch versprochen, dass sie zwei kleine Lippenstiftproben reinmachen. Da freue ich mich mega. Denn das kommt in so einer richtig coolen Verpackung. Und zwar Hot Lips. Einmal in so einem Leo-Print. Und hier auch Leo, aber mit Rot. Genau, das ist Leo und das ist einfach so schwarz-gold. Aber sehr, sehr cool. Und ich bin super gespannt. Ich meine, einer ist in Rot, in einer roten Farbe und einer vielleicht in Nude. Oh, ist das süß. Schaut mal, wie cool ist das denn? Vor allen Dingen, ich trage jetzt nicht so oft solche Lippenstifte, deswegen freut mich, dass so ein Ton bzw. so eine Farbe, so einen kleinen Lippenstift kann man ja gegebenenfalls eher mal aufbrauchen und auch gut in der Tasche packen. Wow, das ist ein richtig krasses Rot. Es macht jetzt keinen Sinn, dass ich den jetzt auftrage, wo ich noch komplett ungeschminkt bin. Da sieht das immer ein bisschen blöd aus. Ich werde das gegebenenfalls am Ende machen oder euch einfach nur zeigen und vielleicht auch so erstmal lassen. Das ist die Farbe Patsy Red und es ist unglaublich süß. So ein kleiner Lippenstift. Finde ich richtig cool, muss ich sagen. Patsy Red trage ich nicht so oft. Insofern dann reicht auch ein kleiner, wenn man es eh nicht oft trägt, ne? So, und dieser hier. Ich glaube, das ist bestimmt auch ein Rot. Oh, der kommt im selben Design. Erstmal von der Umverpackung her. Und das ist Viva la Vergara. Oh, cool. Das ist kein Rot, sondern das ist so ein dunkles Rot. Bordeaux, würde ich sagen. Gefällt mir aber ziemlich gut. Oh, die riechen angenehm nach Vanille. Okay, jetzt bin ich mega gespannt. Das heißt, jetzt haben wir schon so viel Zeit verbraucht für die Samples. Das heißt, das wird wahrscheinlich ein längeres Video. Schnappt euch gerne was zu essen und zu trinken. Sagt mir, ob euch das so gefällt oder ob ihr lieber Unboxings sehen wollt. Aber ich habe von vielen von euch gehört, dass ihr es immer gut findet, dass ich die Sachen direkt ausprobiere. Sonst ist das ja eine reine Zeig-mal-Show. Und also ich sag mal, wenn ich was ausprobieren kann, dann mache ich das sehr gerne. Und deswegen, ja, ich freue mich jetzt. Okay, ihr Lieben, jetzt muss ich mir natürlich mal gucken, wie ich das mache, damit ich euch nicht gleich alles zeige. Also, das ist hier diese kleine Box, die noch drin war. Und wenn man das jetzt öffnet, puh, das sieht natürlich sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. So schaut's aus. Also wirklich Liebe zum Detail. Okay, das gefällt mir gut. Und ach so, die richtige Box ist dann hier So drin. schaut die aus. Puh, das wird ein gutes Bild. Sehr gut. Also das finde ich richtig schick, muss ich sagen. Und dann kann man das so hier öffnen. Und dann sind da die Produkte drin. Und ich schaue jetzt einfach schon mal direkt rein, ob ich sehe, dass hier irgendwo eine Creme drin ist. Ach so, was übrigens, es waren zwei, drei Produkte angegeben, also zwei Produkte angegeben, dass sie drin sind. Das ist einmal diese Full Fat Lash Mascara und irgend so ein Glow-Produkt. Also insofern, das war von vornherein klar. Für den Fall, dass hier keine Creme drin ist, würde ich das gerade auftragen und dann weitermachen. Werden wir jetzt sehen. Okidoki. Oh, wie cool ist das denn? Und zwar, ich zeige euch jetzt mal einen kompletten Blick rein, damit ihr erstmal seht, was ich sehe. Sehr, sehr interessant. Also wir haben hier einmal Wonder Glow. Ich weiß nicht, ob das ein Make-up ist oder vielleicht ein Primer. Dann haben wir Beauty Glow, ein Beauty Light Wand and Wonder Glow Primer. Ach, das ist vielleicht so ein Doppelding. Das ist ja total cool. Die Mascara. Hier haben wir einen matten Lippenstift.
So ein Color Chameleon. Oh cool, das ist etwas für die Augen. Dann noch einen Eyes to Mesmerize. Oh wie geil, da bin ich gespannt in welcher Farbe. Ein Cheek to Cheek Swish and Glow Blusher. Die Bronze and Glow Filmstar Palette. Oh, die habe ich schon. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die dabei ist. Wenn die in der dunkleren Variante dabei ist, wäre es cool. Weil mir das nämlich ein kleines bisschen zu hell ist. Und ich glaube, das war es schon. Dann noch ein Hot Lips. Okay, also es ist keine Magic Cream Foundation, beziehungsweise es ist keine Magic Cream dabei. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz mich erstmal vorbereiten mit ein kleines bisschen Creme. Ich nehme einfach nur hier von La Roche-Posay die Tolerant. Danach trage ich meinen Sonnenschutz auf und meine Augenpflege und von Glossybox. Und das war's dann erstmal. Und dann machen wir gleich weiter mit dem Rest. Und ich guck mal, in welcher Reihenfolge ich das auftrage, ja? Das ist schon fast leer. Die ist so geil. Die Augencreme finde ich übrigens richtig gut. Glossybox ist ja jetzt mit einer eigenen Pflegelinie rausgekommen. Und ich teste das jetzt schon seit ich es habe, also ungefähr seit einer Woche. Ziemlich geil. Also tolle Konsistenz, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, da noch weitere Sachen auszutesten. Okay, jetzt lasse ich das mal ein bisschen. Das hat meine Haut total aufgenommen, richtig schnell, weil ich halt, wie gesagt, nicht eingecremt war. Okay, dann nehme ich als Sonnenschutz immer hier von La Roche-Posay Lichtschutzfaktor 50. Das ist auch richtig gut. Ich mache das mal einmal drauf und dann nochmal. Und dann lasse ich das jetzt ein bisschen einwirken und dann sehen wir uns gleich wieder, weil sonst pellen sich gegebenenfalls die Produkte da drüber. Aber dann sehen wir auch mal gleich, ob das alles mit Sonnenschutz funktioniert oder nicht. So, bevor wir jetzt im Detail auf die Produkte eingehen, ich habe, glaube ich, gesehen, es war kein Augenbrauenprodukt dabei. Das heißt, ich habe mir erstmal von Benefit diesen Brow Woe aufgetragen. Das mache ich immer. Und dann mache ich das gleich. Ich wollte allerdings in der Zeit, wo der einwirkt, ganz kurz mal schauen, nochmal, was das hier für Primer waren, welchen ich davon nehme. Und zwar ist hier einmal dieses Beauty Glow drin. Ich frage mich, was das ist. Oh, da sind zwei Produkte. Das ist ja geil. Vielleicht ist das nämlich... Ja, wie schön ist das denn? Das wollte ich mir schon immer kaufen und war zu geizig dafür. Das ist natürlich jetzt mega, muss ich ehrlich sagen. Und zwar dieses Beauty Light Wand. Das ist ein Highlighter. Der muss der absolute Kracher sein. So viele Leute schwärmen davon. Und ach, das freut mich sehr, muss ich sagen. Geil, ich liebe Highlighter. Und da freue ich mich total, dass wir das dann am Ende ausprobieren können. Und dann ist hier auch noch Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Flash. Ich glaube, das ist das gleiche wie das hier. Oder? Beauty Flash Primer. Das ist doch dasselbe, oder nicht? Ich glaube ja, das finde ich natürlich ein bisschen komisch, dass sie dann zweimal das gleiche reinpacken. Aber wisst ihr was, dann packe ich euch das noch mit in die Verlosung, weil ich davon jetzt dann zwei habe. Ja, das finde ich gut. Und ich habe hier ein Originalprodukt mit 40 Milliliter und das hat 15 Milliliter und das hat garantiert auch einen guten Wert. Das war halt in dieser Verpackung hier, wo beides drin ist. Ich glaube, das könnt ihr dann auch so kaufen. Finde ich ziemlich gut. Und dann gehört euch das auch. Ich verlose euch ja die Lookfantastic Beauty Box und dann packe ich euch das einfach mit da rein. Ich habe da nämlich eh schon reingeguckt, also das ist geöffnet, weil ich wissen wollte, ob ich die Make-up-Box dann bekommen habe oder ob die mir einfach aus Versehen nochmal eine zweite Box geschickt haben. Naja, und deswegen, dann packe ich euch das einfach mit rein. Finde ich eigentlich ganz gut. Und dann würde ich auch sagen, dass ich das jetzt gleich mal probieren werde. Sieht halt alles super schön hochwertig aus. Oh ja, ach wie schön ist das. Vielleicht ist das so ähnlich wie der Filter. Wir werden es sehen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Hier steht drauf, Turnaround Tired Dull Skin in a Beauty Flash. Powered by a fluorescent core that converts, diffuses visible light to dramatically reduce appearance of skin imperfections. Und so weiter und so fort. Und dann hat man wohl einen richtig coolen Glow und man braucht darüber theoretisch kein Make-up tragen. Naja, wir werden das sehen. Dann werde ich nämlich damit mal starten und den Rest, den zeige ich euch so nach und nach. Ich gucke jetzt gerade mal bei der Filmstar-Palette.
in welcher Farbe die gekommen ist. Fair Medium. Ah ja, okay, die habe ich jetzt schon. Vielleicht, das werde ich vielleicht mal verkaufen. Das ist ein komplett neues Produkt. Ja, ich habe die schon. Die ist mir viel zu hell. Da müsste ich mal gucken, ob ich das nicht vielleicht tatsächlich mal an jemanden verkaufe, weil die kostet 60 Euro oder so. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass sie da so ein Produkt reinpacken. Ich weiß, ich hätte mich, glaube ich, mehr über die Magic Cream gefreut, weil das ist jetzt was. Mir ist der Kontur, die Konturfarbe einfach viel zu hell und ich kann nur den Highlighter verwenden. Und deswegen, das ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber okay. Aber wir starten jetzt als erstes mal mit dem Wonder Glow. Ich bin so gespannt. Und dann zeige ich euch die anderen Sachen. Okay. Weil das ja auch ein Produkt ist, was ihr jetzt dann quasi gewinnen könnt. Das sieht toll aus. Das hat wirklich so eine ganz cremige Konsistenz. Hat so einen leichten Sheen. Ich trage es mir mal auf eine Seite auf. Hat keinen Geruch. Mal gucken, ob wir einen guten Effekt sehen, wenn man es auf eine Seite aufträgt. Und es ist so ganz leicht. Golden, ne? Schimmert es so ein bisschen gülden. So, hat das jetzt meine Unebenheiten ausgeglichen? Nö. Ich würde sagen nicht, aber ich liebe solche Produkte unter Foundation. Ich trage ansonsten immer gerade super gerne von NARS diesen Glow Booster. Den trage ich eigentlich immer unter Foundation und ich nehme mal an, dass das einfach so ein Pendant dazu ist, ne? Wobei es das natürlich schon viel früher gab. Das von NARS ist ein relativ neues Produkt. Aber hier auf der Stirn macht es schon was. Ich glaube, die Stirn sieht schon ein bisschen besser aus. Oh ja, man sieht auch richtig krass diesen Schimmer da drin. Das gefällt mir aber, muss ich sagen. Cool. Ich glaube, das ist richtig teuer, wenn man sich das im Original kauft. Und auch die 15 Milliliter ist eine schöne Größe. Also insofern, das freut mich schon mal. Dann machen wir weiter. Und ich glaube, ich muss direkt mit Foundation weitermachen. Weil hier ist so ansonsten jetzt nichts drin, was ich ansonsten benutzen könnte. Nee. Und zwar werde ich die Light Wonder Foundation nehmen, weil ich habe auch schon gesehen, dass ganz viele die richtig toll finden. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, ob das überhaupt ausreicht, dass ich mich damit einmal schminken kann. Oh, das ist ganz wenig nur. Also, das ist hier die Farbe Nummer 5. Ich trage mir das einfach mal mit dem Finger hier vorne auf. Das ist wirklich nur, dass man das quasi swatchen kann. Aber ich will mal gucken, ob wir das damit hinbekommen. Quasi in der Mitte des Gesichts trage ich es auf. Okay. Ich glaube, die Farbe Nummer 5 wäre für mich perfekt. So wie ich das hier sehe, passt das ziemlich gut. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Nummer 6, die nächste. Die werde ich mir einfach. Die ist so ein bisschen mehr Oliv. Die passt dann ganz gut auf meine roten Stellen. Das heißt, die werde ich einfach auf meine Rötungen auftragen. Ich werde das erst gleich später noch ausblenden. So, dann nehme ich mir die Farbe Nummer 7. Die ist ein bisschen dunkler, aber auch nicht extrem. Die packe ich mir mal hier auf die Stirn. Also da die so von der Konsistenz her so leicht ist, ist das eigentlich überhaupt kein Problem, dass man das genau so macht. Und auch hier unten hin. Ich glaube, diese Farbe, die würde so für mein gesamtes Gesicht ganz gut passen, wenn ihr das so sehen könnt. Und die Farbe Nummer 8, die nehme ich ein bisschen zum Konturieren. Und hier so in dem äußeren Bereich packe ich mir die hin. So.
So, die Farbe Nummer 9. Die ist schon sehr orangig. Die packe ich mir hier an die Seite. Und auch hier. Und an die Nase. Und jetzt würde ich sagen, fange ich mal an zu verblenden. Das sind wirklich nur ganz kleine Farbunterschiede. Also das ist nur so minimal. Klar, die Farbe 9, die war jetzt schon sehr dunkel. Aber dadurch brauche ich keine Kontur. Boah, die Foundation ist aber richtig schön. Die ist ganz leicht. Ist genau das Richtige, was ich jetzt aktuell so gerne nutze, ne? Ich glaube, ich nehme mal die Farbe Nummer 8 hier. Ich gehe hier einfach nochmal in alle so ein bisschen rein, um hier noch ein bisschen aufzubauen. Ich glaube, da ist es echt nicht so kriegsentscheidend, welche Farbe man nimmt. Das gefällt mir ziemlich gut und ich glaube, wenn ich meine Foundations aufgebraucht habe, ich glaube ja Besserung, dass ich mir die kaufen würde. Weil mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich bin jetzt gespannt, wie lange es hält. Es ist heute ein super heißer Tag, es wird irgendwie 34 Grad. Aktuell sind es um die 30. Da ist eigentlich so eine leichte Foundation perfekt. Das sah jetzt vielleicht viel aus, aber ich glaube, hier drin ist wirklich, das ist echt nur so, dass man einmal so einen Streifen hat. Minimal, ne? Und die ist sehr, sehr leicht. Und ich komme mal was näher. Ich finde das Ergebnis ziemlich cool. Das heißt, wenn ihr euch mal so einen Tester vielleicht auch beim Sephora mitnehmen könnt, dann macht das in der Hautvariante, wie ihr am ehesten seid. Also wenn ihr so ein Hauttyp seid wie ich, dann würde ich euch diese dunklere Variante empfehlen. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich hiermit auch noch wirklich richtig konturieren. Ich mache das auch, glaube ich, jetzt mal. Ja, der ist richtig schön dunkel, der Ton. Und den könnte ich wahrscheinlich wirklich nehmen. Ich gehe mal mit der Rückseite hier rein. Um hier einfach noch ein bisschen wie so Bronzer aufzutragen. Ja, also ich brauche dann gar keinen Bronzer mehr, weil ich einfach das dann hiermit mache. Tja, es funktioniert richtig geil, muss ich sagen. Und dann habt ihr vor allen Dingen Foundation im Gesicht und nicht irgendwie so ein Konturprodukt, was gegebenenfalls ein bisschen zu hart zum Ausblenden ist, sondern Foundation kannst du ja immer gut ausblenden. Und das finde ich jetzt total schön, muss ich sagen. Cool. Dass das so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, vielleicht mache ich das jetzt öfter so, dass ich mir wirklich eine sehr dunkle als Foundation kaufe und sie dann als Bronzer benutze. Vor allen Dingen bei so einer leichten Variante geht das sehr gut. Okay, ihr Süßen. Dann würde ich sagen, ich wasche mir gerade die Hände, weil ich habe da jetzt super viel reingelangt. Aber diese Light Wonder Foundation gefällt mir schon mal richtig gut. So sieht die übrigens dann aus. Und das würde ich auf jeden Fall nochmal aus. Also das würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Ich bin jetzt ziemlich dunkel, sehe ich gerade. Aber ich werde auch gleich noch ein bisschen Concealer nehmen und ja, dann wird das gehen. Kommen wir zu Concealer. Ich trage mir hier von Pat McGrath einen auf. Das mache ich jetzt aber gerade mal ein bisschen schneller. Einfach nur, damit wir damit schon mal durch sind. Aber die Foundation finde ich super gut. So seht ihr sie auch nochmal ohne Concealer. Legt sich nicht auf trockene Stellen. Die Haut sieht aus wie Haut. Also ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ärgere mich gerade, dass ich die noch nicht viel früher mal ausprobiert habe. Also ich liebe den Concealer von Pat McGrath. Ich mag ja auch die Foundation, die ist auch super leicht. Aber die hier, boah, da könnt ihr mir vorstellen, die ist auch wirklich was, wenn ihr ein bisschen älter seid. Die kriegt nicht in die Fältchen rein, ist super leicht. Das ist auch eine Foundation, die wäre super geeignet für meine Mutter, das weiß ich schon. Geil. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Okay, ich würde sagen, ich mache mir gerade die Augenbrauen, trage mir ein bisschen Puder auf. Und dann können wir mit dem Rest weitermachen. Ich pudere das hier noch nicht ab, weil da werde ich diesen Light Wonder gleich nehmen. Aber dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich muss sagen, mir gefällt das Ergebnis von der Foundation richtig gut. Ich habe nochmal mit Charlotte Tilbury's Puder abgepudert. Unter dem Augen mit denen von Pat McGrath. Und dann habe ich mir noch von
It Cosmetics diesen Spray drüber gegeben, damit das Make-up möglichst lange hält. Ich werde vielleicht auch später nochmal einchecken, um mal zu gucken, wie es so den Tag überstanden hat. Aber eventuell gehe ich auch schwimmen und dann relativiert sich das wieder. Okay, ich würde sagen, wir machen mal mit den Augen weiter. Und genau, und dann am Ende kommen wir noch zu dem Blush und dem Highlighter. Ich habe hier zwei Produkte für die Augen, mal abgesehen von der Mascara, also quasi lidschattenmäßig was. Einmal einen Stift und einmal so ein Eyes to Mesmerize. Ich bin jetzt gespannt, was das für Farben sind, weil so einen Pot habe ich schon. Ich hoffe, es ist nicht der gleiche, den ich habe. Ich mache mal den Stift aus und dann gucke ich mal, wie ich damit einen Look kreieren kann. Also, in Braun. Okay, Amber Haze ist natürlich eine Farbe, die wahrscheinlich vielen steht. Ich hätte mich jetzt total über das Amethyst gefreut. Ich weiß, sie hat auch irgendwie so einen in Lila. Aber gut, ich sag mal, damit kann man aber trotzdem arbeiten. Ist für den Sommer jetzt ein richtig schöner Braunton. Und ich glaube auch, dass das einfach eine Farbe ist, womit man jetzt nicht so viel falsch machen kann. Und ich habe, ich sage euch mal, was ich selber habe. Ich habe Marie Antoinette. Ich hoffe, es ist einfach nur nicht Marie Antoinette, sondern irgendein anderer. Und dann, ja, Star Gold. Okay, der könnte gut passen zu diesem, ja, das ist so eine kopperfarbene Farbe. Ist nicht ganz meine Richtung, muss ich sagen. Aber wisst ihr was, wir probieren es einfach mal aus. Genau, wir probieren es einfach mal aus, weil grundsätzlich manchmal sieht das doch ziemlich gut aus auf dem Auge. Und ja, vielleicht swatche ich es auch erstmal. Diese Pötte sind halt richtig gut. Die halten dann richtig, das setzt sich total. Also ich werde jetzt auch keinen MAC Paint Pot auftragen, weil das ist wirklich sowas Ähnliches. Oh ja, das passt total schön zusammen. Das ist eine tolle Sommerkombi. Oh, das ist super. Sehr gut, vielleicht starte ich sogar damit. Weil ihr könnt das hier nämlich relativ einfach machen. Ich zeige euch das mal auf dem Auge. Und dann mache ich den Stift drumherum. Ihr gebt euch einfach nur ein bisschen was aufs Lid. Und dann könnt ihr das am besten mit einem Synthetikpinsel einfach so ein bisschen ausblenden. Und das Tolle ist bei Charlotte Tilbury, die verblendet auch immer Schimmerfarben über die Lidfalte, weil ihre Schimmer nicht keine krassen Glitzerpartikel also drin haben, so dass das auch, wenn ihr was älter seid, trotzdem gut aussieht und ihr braucht da euch keine Sorgen machen. So. Ja, das ist ein toller Ton, also hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, muss ich sagen. Und damit geht so ein Look halt echt mega easy, ne? Das trage ich auch zum Beispiel ganz oft, diese Farbe Marie Antoinette. Einfach nur hochgeblendet, Mascara drauf, vielleicht noch ein bisschen Kajal und das war's. Und das ist halt das Coole an diesen Pötten. Die sind erstmal cremig und dann setzen die sich und dann gehen die auch nicht mehr weg. Also dann könnt ihr die auch nicht mehr, irgendwann könnt ihr die auch nicht mehr verblenden, dann sind die wirklich gesetzt sozusagen. Und jetzt nehme ich den, nehmen wir mal einen kleineren Spiegel, sonst gibt das ja alles nichts. Und jetzt nehme ich mir den Stift und umrande einfach meine Augen. Oh, das ist eine super Farbe. Ich werde das hier auch einfach noch in den Außenwinkel so ein bisschen reinschattieren. Wow, coole Farbe, ganz einfacher Sommerlook. Und dann einfach hier so ein bisschen ins äußere V und dann einfach ein bisschen verblenden. Also ich muss sagen, das gefällt mir ja total. Und das ist so cool an Charlotte Tilbury Produkten. Die sind so intuitiv, die sind wirklich, ups, für den Alltag gemacht und dass man damit gar keinen Struggle hat irgendwie.
das so zu verblenden und so. Ihr könnt euch also wirklich hier so ein Dreieck hinmalen und dann verblendet ihr das einfach mit irgendeinem günstigen Pinsel. Also da braucht ihr jetzt keine Charlotte Tilbury Pinsel. Der hier ist zum Beispiel aus einem Set von Amazon für, da waren irgendwie 5-6 Pinsel drin und das kostete, ich glaube, 12 Euro oder so. Ja, super. Also, das gefällt mir richtig gut. Gefällt mir sogar doch noch besser, als wenn das jetzt lila gewesen wäre, weil ich das wirklich komplett jetzt so für den Sommer als Easy Look schminken kann, ohne dass ich noch einen weiteren Stift brauche. Ich habe einfach nur diesen Chameleon, nennen die sich. Color Chameleon in Amber Haze. Hier steht für Brown Eyes, aber ich habe grüne Augen und es funktioniert genauso gut. Es sieht auch gut aus. Und ich glaube, dieser Amethyst, der war eben für grüne Augen gedacht. Und deswegen war ich da ein bisschen heiß drauf. Aber gut, da wurde nicht gefragt, welche Augenfarbe man hat. Muss man leider auch sagen. Okay, jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit Mascara. Ich curl mir erstmal die Wimpern. Und ihre Mascara ist ja voll gehypt, ne? Also sie selber hypt ja ihre Produkte eh ohne Ende. Aber das ist die Legendary Lashes Volume 2 Mascara. Und das soll richtig krass sein. Ich glaube, alleine die Mascara kostet 30 Euro. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie gut die ist. Ich zeige euch mal. Oh, das Bürstchen gefällt mir extrem gut. Ich liebe solche Bürstchen. Okay, ich mache mal eine Seite und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Und ich spule es euch ein bisschen vor. Also ich habe jetzt nicht viel Produkt verwendet. Ich finde, das sieht schon mal ziemlich gut aus. Meistens wird eine Mascara besser, wenn sie so ein, zwei Mal benutzt ist. Aber das sieht sehr gut aus. Also was halt schön ist, dieses Bürstchen tut nicht weh, ne? Und ihr könnt es wirklich ganz toll aufbauen. Oh, wie super, ja. Also erster Eindruck ist, das ist eine krass gute Mascara. Ich nehme kein Wimpernserum aktuell. Ich habe super kurze Wimpern und ich finde, die sehen damit echt gut aus. Also das gefällt mir, hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass das wirklich so gut ist. Aber die macht keinen Scheiß, verspricht keinen Mist, sondern das funktioniert wirklich gut. Bevor ich jetzt den Blush auftrage und noch den Highlighter, mache ich mir erstmal was auf die Lippen. Ich habe einen ganz leichten Lip Liner verwendet von Edward Best, den in Natural. Ich habe leider nämlich gerade ihren jetzt nicht gefunden. Ich habe ja von ihr auch den Pillow Talk. Aber gut, und zwar, hier sind zwei Lippenprodukte dabei. Einmal ein Hot Lips und zwar in der Farbe Angel Alessandra. Ich glaube, das könnte mir gut gefallen. Das ist bestimmt ein helles Rosa, sowas gefällt mir. Und einen Matt Contour Liquid Lipstick. Da bin ich jetzt gespannt auf die Farbe. Und danach entscheide ich dann. Oh, das ist ein Rot. Trage ich nicht so oft, muss ich sagen. Aber die Konsistenz davon war ziemlich cool. Ich hatte den in so einem Peach-Ton, ich glaube Charlotte Darling oder so, wie der heißt. Und hat mir gut gefallen, vor allen Dingen, wenn man einen Gloss drüber trägt. Also ich werde den mal ausprobieren, aber nicht jetzt, sondern jetzt nehme ich den hier. Ich glaube, das wird besser passen von der Farbe. Und ich bin so gespannt, ups, wie die aussehen. Oh, ist das schön. Ist ja unglaublich süß vom Packaging her. Und so sieht der Lippenstift aus. Total hochwertig, ne? Ja, das ist eine wunderschöne Farbe. Nude-Ton. Und der passt jetzt auch zum Augen-Make-up, also insofern perfekt. Von diesen Hot Lips habe ich auch noch keinen. Da wollte ich mir eigentlich mal Dancing Princess kaufen. Aber jetzt probiere ich halt den aus. Ist kein Problem. Ja, das ist ein heller Pfirsichton, der jetzt super zum Augen-Make-up passt. Gefällt mir ganz gut. Ich mag es ein bisschen lieber, wenn es ins Rosane geht. Aber wenn man gold geschminkt ist oder warm geschminkt ist von dem Augen-Make-up, dann
passt das ganz gut und die sind super komfortabel, die sind nicht matt, die sind richtig schön feuchtigkeitsspendend und das ist eher was für den Alltag, was ich auch verwenden würde. Insofern freut mich das schon mal. Und jetzt bin ich mega gespannt, was es für ein Blush ist. Ich hoffe, dass das eine coole Farbe ist. Ich habe noch keinen von ihren Blushes. Die sollen richtig toll sein. Und ich hoffe, dass das so eine Farbe ist, die ganz viele cool finden. Das ist die Farbe Ecstasy. Okay. Ich weiß nicht, was das heißt. Wow. Ja, geil. Das ist ein Farbton. Den hätte ich mir auch selbst gekauft. Super. Alleine so ein Blush kostet, glaube ich, 40 Euro. Keine Ahnung. Aber das ist toll. Und ich hole mal eben einen Pinsel. Ist okay. Also mit den Blushes funktioniert es ja immer so. Man soll swirl, einmal swirlen und dann nochmal pop. Und dann soll man sich das so auftragen. Ne? Oh, der Lippenstift ist toll. Augen sind toll. Also ich muss sagen, mir gefällt mein gesamtes Gesicht erstmal sehr gut. Ich mache das mal. Und dann gebe ich mir das hier so drauf. Ja. Oh, ist das schön. Oh, ist das natürlich. Genau. Wahrscheinlich, dass man dann so macht und es dann sich so auch aufträgt. Und dann nimmt man diese Farbe und poppt die sich hier so hin. Ne? So könnte es auch gemeint sein. Aber man kann das natürlich auch alles mixen, wie man möchte. Geil. Oh, ist das cool. Das ist richtig sommerlich und passt perfekt. Toller Farbton. Nicht zu drüber. Gefällt mir sehr, sehr gut. Oh Gott. Es gefällt mir unglaublich gut. Und jetzt bin ich mega gespannt auf das letzte Produkt. Farbe Spotlight, der Highlighter. Und es ist ein Easy Highlighter. Diese Applikatoren, die sind ein bisschen messy. Ihr dürft es auf keinen Fall so rumlagern, sondern eher so rum. Ich habe den Contour Wand. Das ist auch, das läuft alles raus. Das ist immer so ein bisschen blöd, ne? Okay. Und dann drückt ihr und irgendwann, ja, kommt dann Produkt. Oh. Okay, und ich gebe mir das aber schon mal direkt hier so auf. Man darf es wohl auch auf Puderprodukte auftragen. Oh, wie schön. Ein super schöner Highlighter. Ich werde mir den, glaube ich, auch von der Hand nehmen und unter die Augenbraue auftragen, so ganz fein. Oh Gott, das sieht super aus, muss ich sagen. Das sieht echt gut aus. Ich gebe mir das noch ein bisschen hier hinten hin. Ja. Das hebt überhaupt nicht die Textur hervor. Wundert mich jetzt gerade total. Weil ich habe natürlich texturierte Haut. Aber es wirkt nicht so krass. Ich finde es sehr, sehr schön. Okay. Ich würde es auch für den Inner Corner nehmen. Also das ist eine ganz, ganz tolle Farbe von dem Highlighter. Gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist nämlich ein richtiger Champagnerton und so ein bisschen icy. Und das ist übrigens auch bei diesem Filmstar Bronze and Glow Set. Das war jetzt hier auch noch mit dabei. Ich blende euch einfach mal den Gesamtwert ein. Es soll 360 Euro sein. Ich nehme auch an, dass wir darauf hinkommen, weil das alles Originalprodukte sind. Das werde ich irgendwie verkaufen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde auch einfach mal im Freundes- und Familienkreis nachfragen. Ich glaube, das kostet 50, 60 Euro. Und es wäre jetzt schade, wenn das hier bei mir rumliegt. Das ist eher für helle Häutchen gedacht. Wenn ihr so hell seid oder dunkel seid wie ich, dann passt das wahrscheinlich nicht so gut. Okay, ich mache mal meine Haare auf und dann kommen wir mal zum kleinen Fazit. Mir gefällt das Make-up total gut, muss ich ehrlich sagen. Die Foundation ist wirklich der Kracher. Die war jetzt zwar gar nicht Bestandteil von dieser Box, aber ich glaube, die werde ich mir kaufen, wenn meine anderen leer sind. Also nicht jetzt zusätzlich. Aber ich bin auch von dieser Box sehr begeistert, muss ich sagen. Diesen Highlighter finde ich richtig klasse. Da schwärmen so viele von und das auch zu Recht, weil der wirklich toll ist. Ich freue mich mega über dieses Wonder Glow. Ich freue mich super über diesen Blush. Und ich werde euch einfach mal einfügen, wie der Wert ist von den Sachen, die mir richtig gut gefallen. Und dann können wir ja sehen, ob es sich gelohnt hat. Vielleicht mal eine ganz gute Idee.
Dann finde ich die Mascara hammergeil, muss ich gestehen. Die ist wirklich richtig gut. Das sind so die vier Produkte, die ich richtig toll finde. Den Lippenstift hätte ich wahrscheinlich in einer anderen Farbe gewählt. Den roten hätte ich wahrscheinlich auch in einer anderen Farbe gewählt. Wir haben allerdings hier nochmal eine Full Size von dem Pillow Talk mit dabei. Das muss ich ja irgendwie schon noch mit dazu rechnen, weil das war ein Angebot und das war auch mit ein Grund, warum ich es genommen habe. Und was haben wir noch, was ich richtig gut finde? Ja, also dieses Eyes to Mesmerize, mir gefällt das Ergebnis sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber ich hätte mir im Laden wahrscheinlich eher kühlere Töne genommen, weil ich die noch mehr verwende. Insofern gefällt mir, ich werde es auch nehmen, weil ich es jetzt habe. Ausgesucht hätte ich mir wahrscheinlich eine andere Farbe davon. Und genauso auch von diesem Lippenstift. Deswegen, gut, die Hälfte gefällt mir. 1, 2, 3, 4. Achso, und noch die Palette von die Filmstar Bronze & Glow Palette. Die finde ich auch gut. Die habe ich schon zur Seite gepackt, weil ich die auf jeden Fall irgendwie an jemanden verschenken möchte im Bekannten- und Freundeskreis. Ich muss mal gucken, wer hellere Haut hat als ich, für den das passen würde. Dann ist das vielleicht irgendwie demnächst mal ein Geburtstagsgeschenk. Ich glaube, darüber würde sich jeder freuen, der ein bisschen hellere Haut hat. Und ich glaube, so werde ich es auch machen. Dann, ich habe schon eine Freundin im Sinn, der ich das wahrscheinlich schenken kann. Genau, wenn das jetzt noch ein Farbton dunkler wäre, da wäre das wirklich perfekt gewesen. Da hätte sich das richtig für mich gelohnt. Aber so ist es halt trotzdem nicht ganz schlecht. Das Einzige, was mir nicht so ganz gefällt, ist der rote matte Lippenstift, weil ich das einfach zu wenig trage. Aber ich finde, wenn das das Einzige ist, lohnt sich der Rest eigentlich schon. Ich werde den trotzdem irgendwann mal ausprobieren. Der ist in der Farbe Screen Siren. Ja, ich sag mal jetzt auch zur Weihnachtszeit oder so. Das wird schon ganz gut passen. Da werde ich das mal testen. Jetzt für den Sommer passt dieser Lippenstift natürlich besser. Und so kann ich auch mal die Formulierung testen. Fühlt sich sehr geschmeidig an. Gefällt mir auf jeden Fall besser als die matten Dinger. Und diesen Stift finde ich auch sehr cool. Also sogar meinem Mann hat das gefallen und der mag eigentlich keine bronzy Looks. Und der meinte, hey, das sieht gut aus. Also insofern bin ich schon mal beruhigt. Freue ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, schaut in die Infobox. Ich würde mich total freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet. Abonniert gerne den Kanal, das geht hier. Hier gibt es nochmal zwei meiner letzten Videos. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.